Hey, ich bin Frieda und ich zeige euch jetzt meine Bewerbungsmappe für den Studiengang Architektur. Und zwar möchte ich euch erst noch ein bisschen Kontext geben. Also ich bin gerade in der Bewerbungsphase. Ich bewerbe mich gerade für zwei Studiengänge, einmal Architektur und einmal visuelle Kommunikation. Aber in diesem Video geht es nur um die Architekturmappe. Also ich bewerbe mich gerade fürs Wintersemester 2021 und musste jetzt diese Woche meine Mappe dafür abgeben. Architektur ist eben einer der kreativen Studiengänge, wo man eben so eine Mappe abgeben muss. Und in dieser Mappe müssen dann immer eine bestimmte Anzahl an kreativen Arbeiten vorhanden sein. Neben der Mappe gibt es an manchen Hochschulen und Unis auch noch eine Aufgabe, die man zusätzlich zu der Mappe ja bearbeiten muss. Normalerweise muss man die Mappe ja direkt bei der Uni abgeben. Durch die aktuelle Situation, also Corona, muss man die aber gerade bei der Hochschule, bei der ich mich bewerbe, halt online abgeben. Und zwar ist es bei meiner Bewerbung im PDF-Format und das muss man dann einfach bei so einer Website hochladen. Bei der Mappe, die ich erstellt habe, gab es auch eine Themenvorgabe und zwar hieß das Thema für die Architekturmappe Raumerkundung. Das ist aber immer unterschiedlich. Also wenn ihr kein Thema vorgegeben habt, dann könnt ihr natürlich ganz frei arbeiten. Es ist aber auch möglich, sich ein eigenes Thema auszusuchen und ja dann seiner Mappe so einen roten Faden zu verleihen, was glaube ich auch hilfreich ist. Ich würde sagen, es ist Zeit, euch meine Bewerbung zu zeigen. Also willkommen bei meinem kreativen Prozess. Ich habe von der Hochschule eine E-Mail bekommen und da stand dann das Thema Raumerkundung drin. Also die Aufgabe war es, Räume zu entdecken. Meine Vorgehensweise war dann erstmal recherchieren und anschließend Ideen finden und ein Konzept erstellen. Und so habe ich dann mit der Recherche gestartet. Ach so, da ist natürlich jetzt Konzentration gefragt. Das heißt, jetzt aber wirklich, let's go! Das sind dann die Zettel, die dabei rausgekommen sind. Also so 5 Zettel vor der Rückseite beschrieben und ich habe eben den Begriff definiert und alle Methoden zum Beispiel aufgeschrieben, wie man das umsetzen kann. So sieht zum Beispiel einer meiner Mindmaps aus. Für die Recherche der Definition habe ich zum Beispiel auch Google Scholar verwendet. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber da hat man immer einen ganz guten Zugriff auf wissenschaftliche Arbeiten und Quellen. Ja, was ist denn? Abonnieren nicht vergessen! Nachdem ich mir dann alle Ideen aufgeschrieben habe, habe ich versucht, die so in ein Konzept zu bringen, damit das Ganze eben auch einen roten Faden hat. Also ich denke, dass zu jedem kreativen Prozess manchmal auch so eine kleine Kreativitätskrise dazu gehört. Es geht einfach immer so hoch und runter. Ich bin gerade hier angelangt und ja, ich brauche wieder so ein bisschen andere Inspiration und ich muss mal wieder auf andere Methoden und Ideen und so kommen. Deswegen habe ich jetzt Musik angemacht. Ich habe hier diese Playlist bei Spotify gefunden. Ich bin hier gerade bei dieser Playlist angelangt. Das ist gerade meine Mood, also Study Playlist to feel less beep. Also am liebsten wollte ich viele Methoden drin haben, wie zum Beispiel Zeichnen. Ich habe alle Zeichnungen in 2 Kategorien aufgeteilt. Einmal den privaten Raum und einmal den öffentlichen Raum. Für den privaten Raum habe ich hier so viele schnelle 60-Sekunden-Zeichnungen eingefügt. Also ich habe Skizzen innerhalb der Wohnung gemacht. Hier sind jetzt die, für die ich mich am Ende entschieden habe. Dann habe ich das Wohnzimmer in einzelnen Elementen aufgeteilt und abgezeichnet. Und hier seht ihr jetzt das Endprodukt. Also ich habe diese Zeichnung dann in die Fotografie hier eingefügt und so sieht das jetzt aus. Und für den Außenraum habe ich dann braunes Papier gewählt, weil ich das super cool fand, dass man eben Schatten und Highlights, also das Licht, auf dem braunen Papier sehen kann. Also da bin ich rausgegangen und habe mir da Inspirationen gesucht. Und ich habe hier eben Fenster abgezeichnet. Ich habe, glaube ich, noch ein zweites. Bei den Zeichnungen habe ich dann auch immer eine unterschiedliche Technik verwendet. Also hier habe ich zum Beispiel die Parallel- und Kreuzschraffur angewendet. Und damit es nicht nur Gebäude sind, habe ich dann hier auch noch eine Brücke abgezeichnet. Das war auch eine relativ schnelle Zeichnung. Dadurch, dass wir die Mappe online abgeben und es in PDF-Form ist, dachte ich, ich gestalte die PDF noch ein bisschen schöner und designe die so ein bisschen. Die ganzen Arbeiten habe ich dann natürlich wieder alle für meine virtuelle Mappe abfotografiert und in die Präsentation, sage ich jetzt mal, eingefügt.
ein kleines Update von mir. Und zwar bin ich gerade dabei, hier meine ganzen verschiedenen Projekte und Zeichnungen so ein bisschen zu sortieren. Und ich erstelle jetzt eine PDF-Datei und genau versuche die Sachen da einfach mal so ein bisschen zu strukturieren. Das hier ist soweit erstmal meine erste Folie. Ich werde da noch so ein bisschen dran rumändern. Das ist noch nicht final, aber genau hier ist meine Zeichnung auf der Fotografie und genau das ist die Fotografie, das sind die unterschiedlichen Zeichnungen, die ich per Hand gemacht habe und dann ausgeschnitten habe und jetzt hier auch in die Folie eingefügt habe. Und irgendwie finde ich es ganz cool, also dass ich eben nicht nur das Bild drin habe, sondern eben auch hier die Elemente von dem Bild. So sieht das jetzt in der finalen Präsentation aus. Also hier ist das Große und hier sind die beiden kleineren Detailskizzen. Also am Ende exportiere ich das dann eben als PDF und dann genau, hat man eben die PDFs, aber ich erstelle das Ganze in, ich glaube, Keynote heißt das hier bei meinem Laptop. Und genau, bin jetzt einfach so ein bisschen dran rumprobieren und halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie es so weitergeht. Also ich finde es echt nicht so einfach, sich für ein Design zu entscheiden, also für die Hintergrundfarbe, die Schriftarten und das ganze Layout an sich und ja. Ich muss meine Architekturmappe schon in 10 Tagen abgeben, deswegen bin ich gerade so ein bisschen paniken. Aber ich glaube, wenn ich mich ranhalte, dann schaffe ich das schon. Für den Außenraum habe ich dann auch noch diese Zeichnung hier angefertigt und da wollte ich eben das Thema Nachhaltigkeit ansprechen, weil Nachhaltigkeit ein sehr zukunftsrelevantes Thema auch in der Architektur darstellt, habe ich hier jetzt auch noch ein nachhaltiges Haus gezeichnet. Neben Zeichnungen habe ich dann auch noch 3 Collagen erstellt. Ich mache jetzt hier eine Collage aus den 3, da habe ich jetzt hier 3 Fotos bzw. Magazinseiten ausgeschnitten und eben hier auch so Details wie die Türen so ausgeschnitten und da werde ich jetzt unterschiedliche Sachen hinterlegen, wie zum Beispiel ein Foto oder eine Zeichnung. Also hier ist zum Beispiel eine, da habe ich ein Magazin ausgeschnitten und dann hier eine Zeichnung noch hinzugefügt und außerdem habe ich noch eine zweite Collage gemacht mit einer weiteren Zeitschriftseite und dann auch noch eine dritte mit einem Foto und zwar ist da mein Zimmer im Hintergrund. Jetzt kommen wir auch schon zum letzten großen Teil meiner Bewerbung und zwar wollte ich unbedingt ein Modell bauen. Dafür brauchte ich dann erstmal ein Konzept und Skizzen. In den Skizzen wollte ich dann zum Beispiel erstmal Bewegungen in einem Raum darstellen und unterschiedliche Raumformen. Und ich fand runde Formen so cool, dass ich dann mir ein rundes Modell aus 3 Zylindern erstellt habe. Als ich das Konzept für das Modell fertig hatte, habe ich das dann umgesetzt und ich habe mein Modell dann wirklich nur aus 3 Materialien gebaut, also einmal Zahnstocher, Wellenpappe und Papier. Das Modell an sich habe ich einfach auf Styropor gebaut, weil das ganz gut gehalten hat. Zu dem Modell habe ich dann noch so eine kleine Erweiterung mit Illustrator gemacht, denn ich wollte unbedingt zeigen, wie man das Modell verwenden kann. Also das hier war das Modell und dann habe ich damit Photoshop so ein bisschen rumgebastelt und ich habe mir eben vorgestellt, dass das hier ein Hochhaus sein kann mit eben Holzelementen und ich fand irgendwie diese Form so cool und das versuche ich jetzt irgendwie in Illustrator so ein bisschen umzusetzen. Und ich wollte mich heute eben daran machen, diese Zeichnung als Illustration zu fertigen, also am Laptop. Die ist noch längst nicht fertig, denn ich möchte da noch so Fenster und so einzeichnen. Das soll nämlich ein Gebäude werden. Und genau, erstmal habe ich jetzt hier eben dieses Konstrukt gebaut, aber es müssen jetzt noch Fenster und Türen und so rein. Ich habe 2 Bearbeitungen mit Illustrator gemacht. Einmal das hier, also zum Beispiel die Verwendung für eine öffentliche Toilette oder das ganze Modell gestapelt, also mehrstöckig. Und als Verwendung wäre zum Beispiel eine Bibliothek. Also all die ganzen Arbeiten, die ich euch gerade gezeigt habe, habe ich dann natürlich in die PDF hinzugefügt und an manchen Stellen auch noch eine kleine Erklärung geschrieben. Neben der Mappe, die ich euch gerade gezeigt habe, konnte ich tatsächlich auch noch ein Video erstellen, was ich auch super spannend fand. Und hier ist nochmal ein kleiner Clip, nachdem ich die Mappe abgesendet habe. Meine Mappe ist jetzt fertig. Also ich habe hier unten immer noch eine kleine Erklärung hinzugefügt und hier oben dann die Themen, die sich dann auch immer abwechseln. Und insgesamt sind es halt 20 Zeichnungen, also ihr durft maximal 20 Zeichnungen hinzufügen und genau. Jetzt ist sie endlich fertig und kann abgeschickt werden. Leute, es ist 0 Uhr und ich habe gerade meine Bewerbung abgeschickt. Oh mein Gott, ich bin gerade so erleichtert. Es war nochmal richtig spannend bis zum Ende, weil ich noch immer ganz kleine Änderungen machen wollte, weil ich immer nicht aufhören kann. Aber jetzt ist sie endlich raus. Ich bin gespannt, was als Antwort kommt.
Das war das Video über meine Bewerbungsmappe für den Studiengang Architektur. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss.